Das ist, Freunde, das ist Scam. Oh, das Ding empfehle ich keinem. Das ist Quatsch. Ich schwöre, guter NPC-Duft, aber nicht für dieses Geld. Freunde des Allerbesten, Parfüm, Mode, sonst was Geschmack, Freunde. Welcome back to einer neuen Reaction. Denn wir haben heute ein Video von zwei guten Herren, die wir sehr gut kennen aus dem Internet. Zum einen Mark Jibawi. Genau. Zum anderen Justin Abi. Deswegen, Freunde, es geht heute um die Parfümsammlung von Justin, nehme ich mal an. Justins komplette Parfümsammlung. Und Marc gibt auch seinen Senf, ich auch. Es geht 31 Minuten. Deswegen, Freunde, macht euch sehr gemütlich. Wir schauen uns alles an. Ich bin sehr, sehr gehypt. Boah, lange, lange kein Justin-Videos geschaut, merke ich gerade. Der junge Mann hat das Comeback gefeiert. Oder jetzt macht's Comeback. Ist geil. Ich habe heute den neuen Release von Parfums de Mali drauf. Den habe ich heute Morgen draufgesprüht. Mhm. Der hier. Der, okay. Ah, okay, das ist der Père Sois. Der kam ja wirklich gerade vor kurzem raus. Das ist ja auch. Er ist ein richtiger Grapefruit-Duft. Ich finde, er ist nicht schlecht. Kann man machen. Aber muss man nicht, weil es gibt zum einen günstigere Alternativen. Oder wenn man das Geld hat, noch bessere Alternativen. Zum Beispiel Roger Burlington 1819 ist noch ein besser Grapefruit-Duft. Und deswegen. Ist ein bisschen useless Duft. Aber für die, die es gerne einfach haben, Parfum de Mali hat eine große Brand, viele mögen sie und ist einfacher zugänglich. TikToks Favorite, kann man schon fast sagen, oder? Also der ist heute rausgekommen. Mhm. Parfum de Mali ist so in der Nischen der erste. Oh, der riecht aber so ein bisschen so süßlich, aber auch bitter, wie so ein Drink. Ganz, ganz stark. Ja, der riecht ein bisschen. Kennt ihr diese Gin Tonics? So eine Grapefruit Gin Tonic hat sowas in diese Richtung. Grapefruit drin. Ja, Grapefruit Mandarine ist da mit drin. Und hochdosiert. Ja, man weiß, wo die Inspo herkam, ne? Von deinem Orangen. Achso, nein. Parfums de Mali ist schon nochmal viel. Nein, also der Duft von Margiba, Orange Flamingo, der riecht sehr seifig, sehr, sehr clean, seifig. Die sind ganz, ganz verschieden. Das sind keine Brüder. Das sind Cousins, wenn schon. Die viel größer als ich, ne? Die haben. Mach dich mal nicht kleiner, als du bist. Ist halt ein Sommerthema. By the way, wer noch nicht geschaut hat, wir haben einen Podcast hochgeladen mit Marc Gebauer. Sehr, sehr geil geworden auf unserem Podcast-Channel. 2 Stunden Talk über Parfüm, Uhren, alles Mögliche war richtig, richtig geil. Kommt auch sehr gut an. Hat, glaube ich, schon über 20.000 Aufrufe. Kommt wirklich gut an bei der Community. Ich finde den krass. Ich finde den richtig krass. Wollt ihr auch mal? Ja, und? Wie ist? Ob ihr das auch gerade riechen könnt? I doubt it. Kostet, fragt jemand. Der ist nicht teuer. Das ist günstig. Der kostet. 2,40? 200 Euro oder 260 oder so. Okay. Ja. Aber 125 Milliliter, glaube ich. Also die große Flasche, ein Flakon. Ist ein schönes Abendessen. Ist Geld. Alter, kann sein, dass es mein Favorite ist, weil auf TikTok habe ich tausende Sachen auf meiner For You gehabt. Diesen Altair davon und. Altair, den habe ich mit dabei. Altair, sehr, sehr. Ein Duft, wo sehr viele Frauen draufstehen auch. Also auch ein sehr einfacher Vanilleduft. Kommt es gut, habe ich auch. Ist ein schöner Duft. Den alle wollen. Hast du den gerochen, Mann? Ja, ich habe den gerochen. Und also vor allem für so kältere Tage, Top-Ding. Und fand den nicht schlecht, aber jetzt nicht so, dass ich dafür jetzt 260 Euro ausgeben muss. Guck mal, der Altair, wir haben den auch hier, Altair haben wir auch hier. Ja, und das ist so ein bisschen so dieser Axe Chocolate, Dark Chocolate. Weil starker Vergleich, Bro. Starker Vergleich, Mann. Dark Temptation. Dark Temptation. Mmh, boah, Jungs und Kleid. Legendärer, also wer in seiner Kindheit nicht Axe Deo benutzt hat, boah, viel verpasst, Jungs, viel verpasst. Bromberg, wer hatte für Axe Dark Temptation einmal W in den Chat? Ey, du hast hier gerade wirklich so eins von. Obwohl, ich hatte Afrika, ich hatte Axe Afrika, das war mein Axe, das war mein Favorite, Axe Afrika. Diese Chocolate Temptation hatte immer mein bester Freund damals, glaube ich, ja. Shoutout an den Jungen. Eins, also 100% Trefferquote gerade, enttäuscht. Also nicht glöd. Glöd war nicht in meiner Primarschule. Glöd und ich waren nicht auf der gleichen Schule. Erst im oberen Bereich waren wir, also in der Sekundarschule hieß das bei uns. Aber bei dir ist so, ich denke mir, zum Beispiel den hätte ich schwören können, dass er dir nicht gefällt. Weil? Ich weiß nicht, ich verbinde dich eher mit so süßeren Düften. Ich finde, das kann man sehr, sehr gut beschreiben für die Leute, die so im Parfum-Game drin sind. Und wir sind ja alle noch relativ jung, würde ich jetzt mal behaupten. Früher, als man mal, weiß ich nicht, mit 18, 19, das allererste Mal einen Schluck, weiß ich nicht was, Wodka-Soda oder so getrunken hat. Boah, ich hatte im Fall auch, glaube ich, meine erste Mal Alkohol mit 18. Das ist so richtig, richtig Alkohol. Das war mit 18.
Davor war ich recht strikt. Habe ich mich, also außer so ein Bierchen oder sowas, lecker Bierchen. Auch ich bin nie der große Bierfan gewesen. Hast du es mal oder hast du noch niemals? Doch, doch. Ah, okay. Früher habe ich schon. Okay. So. Nein. Nee, ich trinke das raus, nicht. Leute. Du trinkst selber keinen Alkohol? Nee, also wirklich einmal im halben Jahr oder so. Das stimmt, ich habe von dir das gesehen. Du hast einmal das letzte Mal auf der Weihnachtsfeier getrunken, hast du gesagt. Genau. Ja, gut aufgepasst. Stark, So, auf jeden Fall finde ich, kann man das sehr gut damit vergleichen, dass man früher, als man das erste Mal mäßig was getrunken hat, Alkohol so ein bisschen eklig fand. 100%. Aber irgendwann reift dein Geschmack. Ja. Und so finde ich, ist das mit. Big Facts. Also bei Alkohol, ich möchte es nicht verherrlichen. Aber vor allem auch so härterer Alkohol, da muss man sich schon ein bisschen reintasten, auf jeden Fall. Das ist auch das gute Vergleich eigentlich von Justin. Bei Parfüm ist es ähnlich. Zum Beispiel, ich stehe sehr in letzter Zeit auf so würzige Düfte. So würzig, maskulin, so würzig, holzig. Das ist schon mein Ding gerade. Auch der Duft gerade zum Beispiel. Oh, der riecht einfach wie eine geile Sauna. Aber die meisten Leute, die ich kenne, oder die auch mit so Parfüm, ins Parfüm geben kommen, die sind alles auf diesem süßen Trip, extrem. Mit dem, der riecht irgendwie nach so einem Drink, den man jetzt mögen könnte, den man aber früher nicht mag. Ja, es ist, die meisten, die halt einsteigen, wollen erstmal was Süßes haben. Genau, das hatten wir auch mit Marc im Podcast gesprochen. Eigentlich ist dieser süße Vibe. Also würdest du jetzt sagen, dass ich ein Einsteiger bin? Nein, gar nicht, aber ich hatte dich immer mit diesen Art von Düften so in Verbindung gebracht. Mich hat schon gewundert, dass du den goldenen hast. Was, der ist doch schon süß und blumig. Blumig, aber blumig hat nichts mit Süße zu tun. Zum Beispiel, also das ist schon eine Ansage. Ja, das ist schon ein Fact. Also, man merkt schon am Geschmack, zum Beispiel, welche Düfte gerade zum Hype sind. So Herbapura, was haben wir sonst noch? Diese Baccarat Rouge, das sind alles sehr süße Düfte. Mit denen kann ich ehrlich wenig anfangen. Dieses unglaublich fruchtige, boah, schwierig bei mir. Ich mag wenn schon mehr, dieses Karamellsüße, dieses Umarmende. Das mag ich schon eher in so kalten Tagen. Zum Beispiel Naxos wäre so Safe Call für dich. Naxos zum Beispiel auch ein guter Duft, so ein Honigduft. Den kann man noch eher rocken, finde ich. Weil dieses Honig-Tabak-Kombi kommt krass. Das finde ich am schlechtesten von all meinen Xerjoff-Düften. Heftig, okay, krass, das hätte ich nicht gedacht. Okay, sollen wir anfangen? Wisst ihr, was für einen Duft ich bei Justin sehe? Soll ich mal aufpacken? Also ich assoziiere ihn immer mit Baccarat Rouge, weil er war damals so der erste große Typ, der so Baccarat Rouge in Deutschland getragen hat. Aber sonst, welchen Duft würde ich Justin empfehlen? Es ist der Roger Isola Blue. Da sehe ich safe Justin. Sehr reicher, süßer, aber auch nicht zu süßer Duft. Habe ich auch zu Hause. Sehr, sehr cooler Duft. Würde ich bei Justin sehen. Oh, let's go. Ich hole jetzt mal raus. Also zuallererst. Wow. Bruder, der kam so aus dem Nix. Haben wir hier. Ah, das ist Accent Overdose, oder? Serjoff Accento? Oder Accento? Accento Overdose. Overdose, ne? Ja. Ganz guter Duft. Kaufe ich mir selber vielleicht noch. Muss ich schauen. Das ist wichtig, Overdose, weil der normale, der ist zum Beispiel nicht so mein Fall. Die sind sehr unterschiedlich. Der normale ist wirklich so ananaslastig. So auch so ein bisschen schön pudrig, blumig, süß. Aber der ist ganz anders blumig. Ganz anders. Also ich habe mir einmal die komplette Palette von denen als Tester bestellt. Ah, okay. Also dieser Duft hier hat nichts mit dem normalen Accento zu tun, ja. Der andere ist ja so mehr so... Es ist eigentlich krass, weil zum Beispiel oft sind diese Overdose-Düfte vergleichbar Uden und Uden Overdose, die sind schon gut unterschiedlich. Der eine ist mehr ruhig, der andere ist mehr laut, aber die haben so eine ähnliche Basis und eigentlich müsste das hier auch sein, aber ist, finde ich, gar nicht. Also können zwei ganz verschiedene Düfte sein. Auf Ananas-Basis und so ein bisschen... Ananas ist der Squat zum, unter anderem auch. Ne? Wilde Zeit damals. Ja, ja. Von daher, der Duft. Boah, ihr müsst euch vorstellen, ich weiß, schreibt mal in die Kommentare, wie alt ihr seid. Und sagt mal, wann ihr so in YouTube reinkam. Also, wann seid ihr in YouTube reingekommen? Oder YouTube Deutschland, weil bei mir war es damals so 2011, 12. Ja, damals kam ich rein, glaube ich, so mit die Außenseiter zum Beispiel. Aber ich kannte auch Early Justin, aber nicht von Minecraft Justin, da bin ich nicht groß gejuckt. Aber so Early Fashion Justin, das weiß ich noch. Wilde Zeiten gewesen. Einfach Shindys Sohn. Ist sehr modern. Der hat sehr viele Blumen mit drin. Mhm. Und ist schon auch von der Flasche her einer der schönsten. Ja, auf jeden Fall. So, ist einfach nice. Gold. Was ist eigentlich eure Lieblingsfarbe bei Flakons? Bei mir, meine Lieblingsfarbe, boah, auch schwierige Korn, müssen ich es überlegen, aber ich habe ein Flakon, der ist unglaublich schön. Das ist der Amouage Reflection 45. Gerne eingeblendet. Das ist, glaube ich, der schönste Flakon, den ich bei mir in der Collection habe. Der ist so schön. Dieses metallische Regenbogen. Boah, verrückt. Immer schön.
Aber ist auch ein sehr schöner Flakon. Sehr schön. Der müsste so, glaube ich, bei 260 oder 290 liegen, irgendwie sowas. Ja, also, den können wir ja schon mal. Ja, nee, ist auf jeden Fall ein Duft, den nicht viele Leute tragen. Argento Overdose ist ein Duft aus der Kollektion, den nicht viele Leute... Ich glaube, das heißt Marc gut, weil er diese Düfte verkauft. Das kann er, glaube ich, gut beurteilen. Tragen, ja. Gut, und wir haben jetzt das Gatekeeping aufgegeben und dann wird ab morgen jeder Zweite damit rumlaufen. Hoffentlich über den Marc Gebauer Shop. Genau, richtig. So, dann hätten wir hier als nächstes, ja, Naxos. Boah, guck mal, das ist echt nicht aus der Flasche. Du hast den kaum benutzt. Oder ist es die zweite Flasche schon? Nee, ist die erste. Ich benutze ihn selten. Krass. Ich meine, objektiv gesehen ist das ein guter Duft. Ja. Tabak. Naxos top, top. Der ist mehr im Sommer. Also ich würde den eher im Sommer zuordnen. Ja. Boah, weiß ich nicht. Sommer, Naxos, Sommerabend, ja. Sommerabend verstehe ich noch, ist cool. Aber so schwüler Sommerabend, weiß ich, also so... Ja, ich check den Vibe. Den Vibe check ich safe. So 22, 23 Grad mit so einem Polohemd in so weiß mit so Classic Ralph Lauren, den Naxos drauf. Der kann schon krass kommen. Aber so tagsüber schwierig. Ja, kann man eigentlich. Ist zu. Der ist zu intensiv, würde ich behaupten. Ja, auch nochmal kurz. Zu schwer. Ich hätte schwören können, dass das schon deine zweite Flasche ist. Das war schon geil eigentlich. Ist ein bisschen so, auf jeden Fall Sommer. Ja. Und da sieht man im Chat, Sommer, was bubblest du? Man darf auch nicht vergessen, am Ende des Tages, man kann jeden Duft immer tragen. Ist das wirklich so ein Mythos, dass man irgendwelche Düfte eher im Sommer oder im Winter unbedingt tragen muss? Klar gibt es gewisse, sagen wir, Regeln, die man einhalten kann. Aber bei Parfüm würde ich wirklich sagen, dass die Grenze sehr fließend ist. Zum Beispiel Marc benutzt sehr starke Düfte auch in warmem Wetter. Es passt für ihn. Ist da Kokos drin? Kokos glaube ich nicht. Nee, müsste ich mal reinschauen. Kokos. Aber wenn du dich nee, Kokos keine. Konzentrierst, man könnte auch Kokos irgendwie so ein bisschen. Man könnte auch Delfinfleisch rausriechen. Oder man könnte auch Thunfisch rausriechen. Ja, hat Beach auch, Flavor. So. Ja, Beach würde ich auch unterschreiben. Ist halt ein Duft, der berühmt geworden ist, weil Shindy den mal gepostet hat in einer Instagram-Story. Darum ist das. Ja? Das war der Hype. Krass. Ach, krass. Also, das war der meistverkaufte Duft 2022. Okay. War geisteskrank. 22, krass. Das ist nicht mal so lange her. Crazy Mädchen. Hast du nicht gesehen. Shindy hatte den unten rechts in der Ecke so. So, dann machen wir weiter. Ich habe noch zwei. Man muss auch sagen, dass der Naxos recht preis-leistungstechnisch mit eigentlich der beste Xerdorf ist. Ich würde sogar wirklich behaupten, der beste Preis-Leistungs-Xerdorf ist Naxos. Xerdorf-Düfte. Was ist das denn? Ja, warte mal, riech mal. Mach Augen zu und okay. Riech mal jetzt. Warte. Fass. Ist ja, oder? Ja. Utsdas-Kollektion war einer meiner ersten geisteskranker Duft. Ja, geisteskrank. Wissenden und ich für alle, die halbwegs neu drin sind, weil ich bin auch noch nicht der Pro, ich finde, das riecht wie Ut mit Traubenzucker. Kennst du so, wenn du auf Dextro Energy gebissen hast früher? Hat so eine leicht süße Fruchtigkeit. Rose ist auch mit drin. Aus der Utsdas Kollektion ist das auf jeden Fall der Duft, der am Ut mit drin hat. Das ist jetzt auch in den Noten nicht mit aufgeführt. Sehr, sehr spannender Duft. Ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal 2016 getragen. Okay. Sorry. Ja, einer hier, Wave Claim. Krass. Ja. Ich habe den erst ein halbes Jahr oder so. Das ist ein sehr, sehr guter Duft. Ja, das ist ganz cool. Performance-wise auch. Ich stelle noch mal kurz hier hin, weil ich werde die gleich ranken. Die okay, vier. Alexandria. Ja, muss man zwei. Haben. Alex, ah, hier ist Alex 2. Eins hat, glaube ich, nicht so viel gemacht. Nee, eins gibt es gar nicht. Alex 1 ist limitiert. Und das hat echtes U drin, das, glaube ich, 25 Jahre gereift wurde. Ja, eins, ach so, ist Feierabend. Also eins ist schon super, super lange halt eingestellt und jetzt kommt ein neuer raus, der soll so riechen, aber Alexandria 2 ist so, für die Leute, die jetzt gar nichts von Xerchow oder so weiter verstehen, Alexandria 2 ist so das Flaggschiff, das ist so die Nummer 1, das ist so das Hochwertigste, ist auch brutal teuer. Alex 2 ist nicht so teuer, glaube ich, also so 3-4 Euro, aber Reichtum. Aber Alexandria 2 ist so der Duft von Xerchow, der am meisten Prestige hat. Ich überlege gerade, welcher von beiden mein Favorite ist, weil das ist Platz 1 und 2. Zum Beispiel den finde ich sehr untypisch für dich. Für mich? Der hat schon auf jeden Fall richtig Power. Gut, nett. Alex 1 ist, glaube ich, Alex 1, ein Flakon von Alex 1 kostet, glaube ich, um die 10.000 Euro, habe ich mal irgendwo bei Ersteigerung gesehen. Irgendwie 8.000 bis 12.000 Euro der Pfund, aber sehr, sehr teuer für glaube ich, 25 Milliliter oder 5. Ich weiß nicht mehr, aber sehr, sehr selten. Also Alex 1 zu sehen, wüsste ich gerade, könnte ich euch gerade keinen Namen geben. Wo man den findet. Naja, immer, das ist schon ein arabischer Duft. Die meisten würden sagen, ja, okay, der ist über. Was hier steht.
Ja, der ist eine Ansage. Ja, der ist eine Ansage. Ja, aber ich finde, der ist trotzdem süßlich mit Oud. Deswegen finde ich ihn bei mir völlig in Ordnung. Also, Rating. Ganz oben Alexandria 2, danach Fars. Krass. Ah, Fars. Aber den kenne ich gar nicht. Habe ich nicht in der Nase gerade, muss ich sagen. Vielleicht mal gerochen, aber... Danach Accento Overdose, weil den habe ich so oft benutzt, die geben mir ein bisschen mehr jetzt gerade. Und als letztes Naxos, okay, von meinem Xerjoff. Aber er hat nicht viele Xerjoff-Düfte. Ich hätte eigentlich bei Justin Safe noch Uden gesehen. Uden, sehr, sehr schöner, guter Allrounder. Düften. Ja, ich würde auch mit dem Rating tatsächlich auch d'accord gehen. Ja. Ich würde auch so raten, ja. Leute haben jetzt schon 18 Mal geschrieben, ich wollte nicht, dass ich es nochmal schreiben. Du bist heute auf Joker angekommen. Ja, genau. Ja. Danke, Leute. Ja, ich habe es gesehen. Und das hier ist eine Rolex-Krawatte mit so einem... Stark. Dings, das stimmt, das habt ihr gut erkannt. Sorry. Boah, ja, ja. Den, da freue ich mich, den mal zu testen. Mein aktueller. Ah, BDK Gris Charnel Extrait. Habe ich auch. Top Duft. Favorite. Oh. Sehr schöner Teeduft. Schwarztee, top. Okay, die irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Mhm. Ich hab BDK Top Brand. Top Brand. Ich frag den schon seit 2016. Okay, gut. Ist okay. Sehr eleganter Duft. Ja, ganz krank, ne? Top, also sehr. Das ist sehr ein underrated Duft, finde ich. Zwar hat er schon Beliebtheit, aber ich habe noch nie gerochen irgendwo und ich finde, der ist sehr krass, sehr, sehr schön. Und ich finde, je länger du wartest, bis du dran riechst, desto dunkel, besser. Dunkel, ne? Ja, richtig dunkel noch. Cremig, wollte ich sagen. Der ist dunkel, Schwarztee, aber auch ein bisschen cremig, finde ich. Da hat mir gefehlt das Wort. Wir sprechen über Gris Charnel. Charnel. Extrait. Ich wusste das gar nicht. Also, da sieht man, dass ich nicht 100% drin bin. Das gibt es als Eau de Parfum und yes. Extrait de Parfum. Und ich dachte immer, in Extrait de Parfum ist einfach dasselbe Duftöl drin, aber mehr Öl halt. Mhm. Aber nope. Da sind andere Noten drin. Nein, es ist andere Prozent. Ist zwar nicht gesichert, der Begriff, aber in der Regel sagt man, prozentual ist da mehr drin. Zum Beispiel bei Amouage 45, da ist 45% Duftölanteil und ist auch schon so extrem. Kann man auch so machen. Aber was soll das denn? Dann sollen die noch einen anderen Duft machen. Also das machen auch diese, so zum Beispiel Chanel und so weiter, ne? Die machen das auch so. Boah, Alter. Guter Duft. Wirklich, die geilen Noten aus dem besten Xerjoff rausgenommen, so vom Feeling her, mal zwei, so mit diese Softness von so Nivea-Creme. Ja, cremig. Das ist ganz krank. Ja. Das ist jetzt gerade das, was noch nicht gezeigt wurde. Kleiner okay. Teaser. Mehr aber nicht erzählen. Wir haben noch einige Düfte. Wir haben hier ein paar ganz alte Düfte. Bevor wir wieder zu Bängern kommen, würde ich sagen, machen wir erstmal die von so vor, also 10 Jahren oder so. Boah, du hast noch die alten Batches. Oder da werden sich die Leute richtig umreißen. Seit wann? Wie alt ist das Parfum? Also auf jeden Fall Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten. Ey, der hat die alten Batches noch. Damals war das noch bestimmt krasser. Soleil Blanc, Tom Ford. Heftiger Duft. Ja. Geiler Sonnencreme-Duft, sehr, sehr geiler Sonnencreme. Das ist wer gerne diesen edlen Sonnencreme-Vibe hat, Top-Duft. Hält wirklich so 14 Sekunden circa an euch. Ja, es ist so, aber die Sache ist, es gibt immer mehr die Diskussion, ein Duft muss 5 Tage halten. Mich juckt das nicht. Wenn mir ein Duft gefällt, mache ich halt 10 Sprays. Aber der muss nicht 10 Tage halten bei mir. Wirklich, das juckt mich gar nicht. Das ist wie ich in der Kiste. Ich schaffe halt nicht mehr als eine Minute, aber dafür ist die Minute bezaubernd. Ja, immer noch. Also ja. Schon, also auch aus der Zeit. Ja, das okay. Ist, Bro, das hält so kurz, Mann. Das ist so ein kranker Duft. Also wäre da noch so ein bisschen was Stärkeres unten mit drin? Schöner Duft. Ja. Schöner Duft. Da kann man sagen, was man will. Die Leute haten Tom Ford immer ein bisschen, weil die so teuer sind. Und weil die ja, die sind krank teuer. Mein Freund von mir hat gerade jetzt Bitter Peach gekauft im KDW. Ich glaube, 440 oder 480 Euro. Boah. Bin ich alten? Ja. Aber ich sag dir, der ist krass. Duft-DNA ist schon ja, sehr gelungen. Das ist ein Slapper auf jeden Fall. Das riecht so wie Sonnenmilch oder so im Nice. Also genau. Das ist so ein nicer Sommerduft für abends raus. Aber im Sommer wenn so. Du jetzt mal nachguckst, was die Flasche kostet, glaub mir, die kostet brutal Geld. Ich glaube, ja. So ich meine, 100 Milliliter kostet, kann mir jemand mal gerne reinschreiben, dass er irgendwie so geistkrank 400, 500 Euro oder irgendwie sowas. Nein, ich dachte, du meinst das brutal Geld. Soleil Blanc, Tom Ford. Große Flasche. Ja, ja, ja. 230. 100 Milliliter? Bro, it's on to nothing. Auch das viel zu viel für okay, den Duft. Okay. Tom Ford war damals schon in der Nische so der Vorreiter. Der ja, ist halt keine Parfümnische, aber auf jeden Fall war so der erste Designer, der so Nischenniveau erreicht hat. Also damals mit so Dior Hermitage, aber Tom Ford hat es nicht so konstant geschafft,
ganz, ganz krasse Düfte rauszubringen. Das war ein Geisteskranker. Du hast da auch bestimmt noch die Goldgetter. Ich sehe da auch schon das Graue, den Deckel und so weiter. Du hast da die richtigen Klassiker, ne? Ja, klar. Die habe ich damals bei Shindy gesehen, dieses Oudwood. Echt? Der hatte das gepostet? Ja, der hat das auf irgendeinem Song gerappt. Dann dachte ich mal, komm, da schnuppert man mal. Ups. Ja. Ja, da haben wir es. Guck mal, wie staubig das ist, Alter. Oudwood, legendary. Also, ich sage immer, Oudwood, legendärer Duft, finde ich richtig, richtig schön. Ist halt so timeless, aber ich würde, wenn ihr diese DNA fühlt, kauft euch unbedingt Blend Oud, Gold Oud. Das ist einfach Tom Ford Oudwood mit bisschen fruchtig und besseres Siage, bessere Haltbarkeit. Vertraut mir, wirklich top. Eigentlich gewesen, ne? Oudwood, Tom Ford Oudwood, einer der... Hab ich selber und habe ich mir meinem guten Freund geschenkt. So gut ist er. Ja, Banger. Boah, Erinnerung hoch. Ist ein guter Duft. Ich muss aber sagen, heute, der ist ja leicht outdated. Ja, klar. Das ist die Duft, also Soleil Blanc lasse ich noch gelten, aber der hier ist ein bisschen outdated. Alter, der ist komplett... Sehe ich, aber es geht. Gekippt. Das riecht wie Bastelkleber, Mann. Nee, geht noch. Was? So riecht Oudwood nicht. Ich weiß doch nicht, wie Oudwood riecht. Ja, ein bisschen hat er sich verändert. Ja. Ja, also wie diese Dings, wenn die bei Art Attack früher gesagt haben, so, ihr könnt Bastelkleber nehmen, ihr könnt einfach Oudwood nach... Also, wenn man ein Parfüm hat, das schlecht gelagert wird und so kippt, dann riecht es eigentlich mehr nach Alkohol eigentlich. Weil da geht dieses ganze Konstrukt von Kopf, Herz und Basisnote einfach geht kaputt. Und dann riecht es schon gut nach Alkohol. 5 Jahre nehmen. Der gute Bastelkleber. So sauer nach Alkohol. Aber es riecht noch nicht so alkoholisch. Richtig gekippt, dann riecht es so nach Gewürzen. So nach genau. So saure Gewürzalkohol, so riecht es dann. Dann, das war damals, ich sage, mit dem Duft verbinde ich viel. Ich habe mir den nie gekauft, weil er mir zu teuer war. Damals, echt? damals. Deiner. Na, Neroli Portofino? Oder welches ist es? Ja, Neroli Portofino. Die Werbung auch damals, wo da haben diese Orangen reingeworfen ins Wasser und so, ich weiß es noch genau. Boah, da kommt was. Hast du gefunden? Spaß. Der zum Beispiel riecht wirklich alkoholisch. Nee, der so riecht ja auch. Ja? Ja, okay. Der. Wann hast du den denn, wann würdest du den würdest du im Sommerurlaub wahrscheinlich tragen? Ja, auf jeden Fall im Sommer, aber wirklich so mäßig, ich bin gerade aufgestanden im Sommer oder habe gerade frisch geduscht, dann kann man den so draufknallen, aber auch bei dem ist es dann noch schlimmer als bei Soleil Blanc, den ich jemals gerochen habe. Der hält so 8 Sekunden einfach. Also ich glaube, der einzige, der noch schlechter ist als der Duft, ist vielleicht der Calvin Klein One und so Jill Sander Sun. Das sind da wirklich so... Das ist wie so Shots. Das ist wirklich zu vergleichen mit so Wodka-Shots. Du machst den und fertig. Diese Wipes. Das ist leider schade bei dem Duft. Ja, muss man sagen. Aber der hat Stil. Und ich muss sagen, der ist, finde ich, untypisch für mich, weil ich bin gar kein Fan von zitrischen Düften. Genau, das hätte ich auch gesagt. Zitrik, also der Duft, da muss man schon Bock drauf haben. Aber für Sommer... Ja, Colonia. Der riecht wie Colonia. Wenn wir in der Türkei sind... Ich mag sehr zitrische Düfte, sind cool. Produktion, man kriegt danach so Colonia drauf gesprüht, so Hände desinfizieren, ist nicht 1:1. Was hast du noch da? Ah, Fabulous, ne? Fucking Fabulous, geisteskranker Duft. Boah, top Duft, fucking Fabulous, top Duft. Aber auch schon super schnell weg. Hier haben... Nee, finde ich nicht so, aber es ist ein Top-Duft. Ja, bei unserem, wir haben ja so einen neuen Duft raus. Das ist auch, finde ich, bei mir zum Beispiel, wenn ich nicht weiß genau, was ich tragen möchte oder ich nicht so genau so einen Mut habe, boah, Tom Ford, Fabulous, let's go. Mach mal nichts falsch. Das war das erste Mal, wo ich Lavendel gerochen habe in einem Parfum. Ich finde, Lavendel ist ein spannendes Thema, Lavendel haben wir auch verwendet jetzt. Und der Duft, den habe ich das erste Mal in London gerochen. Hab mir den auch gekauft. Der, glaube ich, ist teuer. Schreib mal bitte, wie teuer der ist. Teuer, ja. Der ist teuer. Also ohne Grund. Einfach nur wegen Name, weil der so Hype hatte. Kennst du das? Auf TikTok gab es manchmal so oder Insta? Nee, ist für arabische. Das fucking durchgestrichen ist, ne? Für arabische wegen Länder. Halal-Version. Ja, genau. Ja, okay. Kannst du nicht fucking Fabulous draufschreiben, ne? Ja. Wegen Halal-Version. Es ist ja quasi ein Attribut. Nee, es ist ein Adverb sozusagen. Fabulous, interessanter Duft DNA. Lavendel. Finde ich nicht uninteressant. Ja, ist auch bei Vanilla Sex, glaube ich, so. Vanilla Sex wurde auch, gibt es Versionen, wo es durchgestrichen ist. Ja, genau. So, dann haben wir noch einen Tom Ford, und zwar Tusken Leather. Ah, Klassiker. Der ist sehr, sehr krass. Der Duft, also all diese Lederdüfte, ja, das ist der Dad, das ist der Vater aller. Also ich glaube, jeder von euch kennt diesen, zum Beispiel den Vidian London, sehr im Hype gerade. Ja, London und... Das ist halt sein Papi. Das ist der Papi von Vidian London. Das ist der Papi. Auch aus dieser Riege, ne? Also ich muss sagen, Tom
Fort Tuscan Leather gibt mir den edelsten Vibe von allen Tom Ford. 100% locker. Eine Ikone. Sehr krass. Als ja, ich ja. den frisch gekauft das hatte. Ist, glaube ich, der bekannteste Tom Ford. Der Tom Ford, also der Noir Extrem. Ja, das sind, glaube ich, die bekanntesten Tom Ford-Düfte, würde ich so sagen. Das war, fast alles war Blind Buy. Also so die Hälfte hiervon war Blind Buy, weil mir die Noten einfach gefallen haben. Und, die da und jetzt mit Lost Cherry. Das sind die drei Big Ones. Also warum hast du große Flaschen geholt? Weil ich es kann. Ja, aber mir zum Beispiel... Nee, kann sein, dass das alles zweite Flaschen sind und mir der Duft gut gefallen hat und ich deswegen... Ich sag den Leuten auch immer nur große Flaschen kaufen. Ja, wegen Mengenrabatt halt so, diese Preis-Leistung. Allgemein ist halt, ist halt mehr Geld. Ja, auf jeden Fall. Das ich habe bei mir, was früher immer so, habe ich große Flaschen gekauft, auch 100 ml, 200 ml. Aber irgendwann hatte ich so viele Düfte, dass ich einfach gecheckt habe, ey, es lohnt sich halt wirklich nicht für mich 100 ml zu kaufen, weil ich eh niemals den Flakon aufbrauche. Ich habe 300 Düfte. Ich kann gefühlt eine Badewanne mixen mit meinem Düften. Deswegen, ich kaufe immer nur 50, 30er gerade, weil habe ich irgendwie mehr davon. Ich spare mir ein bisschen Geld und ich habe auch bei mir auch vor allem wegen Platz. Platz in meinem Schrank, sonst wird es zu tight. Gekauft, weil 2013, 14 kam ein Drake-Song raus, gleichnamig, Tuscan Leather. Und da rappt er Tom Ford. Das ist echt krass, Justin lässt sich oft von so Rap und allgemein dieser Culture inspirieren. Also das ist so. Also auch die Chains und sowas, das ist ja wirklich so diese Rap-Rap-Schiene. Tuscan Leather smelling like a brick. Und da dachte ich, ja, ich will auch riechen wie ein Brick. Und vielleicht habe ich den noch mal irgendwo gerochen. Und am Anfang fand ich ein bisschen zu hart. Jetzt mittlerweile. Alter, der ist so heftig, Mann. Sehr geiler Duft. Ja, dann können wir mal, apropos Drake. Ja. Da, Vidya in London. Vidya in London steht hier. Das ist der Sohn. Holen wir mal was Kleines raus. Heftig. Ich habe mir dieses Better World Fragrance Carby Musk bestellt. Was ist denn bestellt, das? Weil ich einfach wissen wollte, wie es riecht. Und muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut. Preis? Teuer. Ich glaube, über 300 Euro für... Was ist das? Duftöl, ne? Guck mal, das hört sich gut an, ne? Das hört sich wirklich gut an. Aber glaub mir, der Bruder hat auf jeden Fall richtig Cash damit gemacht. Ja, ja. Ich mein, sei ihm gegönnt. Ne? Ich meine massiv, Leute. Massiv. Also, dieses kleine Teil hat 200 ohne Zoll gekostet. Ah, das ist Drakes Duft? 10 ml einfach. 10 ml? Ja. Guck mal, ich denke, ich ziehe die Leute an. Ja, ja, bedien dich. Ja. Ich habe gar nichts davon mitbekommen. Ich denke, ich ziehe die Leute ab mit meinen Abfüllungen, ne? Aber der hat das Ding auf einen. Der verkauft einfach Abfüllung als normaler Vollflakon. Ja. Aber hey, ist halt Duftöl. Ja, ja, ist Duftöl. Ist aber nice, aber jetzt nicht 200 Euro wert für 10 Cent. Der Duft, jeder wird den Duft feiern, weil es halt diese Musk-Note ist. Und Musk ist so halt ein sehr softer Geruch, den die meisten ansprechend finden. Ich muss dir aber ehrlich sagen, wie findest du das von der Anwendbarkeit? Ja, ganz scheiße. Ich feiere das, wenn das so richtig no sexual auf den Hals spritzt. Ja. Nee, das da wäre jetzt diese Einblendung wieder gut gewesen. Das ist einfach zu... ja, Das ist einfach so mit diesem Roller und so. Ja. Weißt du, wie er zu dem Duft gekommen ist? Drake hat sich von einem Parfümeur diesen Duft anfertigen lassen für sich. Ja. Und wollte halt, dass ihn kein anderer hat, so auf Gatekeeping-Basis. Dann wollte er aber irgendwie die Welt dran teilhaben lassen, weil er auch immer so viele Komplimente dafür bekommen hat. Und hat das einfach als Duft... Ja. Diese Paulaner-Gartengeschichten. Klasse. Boah. Diese Ausreden, wenn man Hausaufgabe vergessen hat zu Hause. Angeblich. Kannst du rausgebracht. Hat dann gesagt, ja Duftkerze, ja, das habt ihr auch mitbekommen. Ja. Ladies, wenn ihr wollt, dass euer Zuhause nach mir riecht, so, hier habt ihr eine Duftkerze. Und jetzt auf einmal bringt der Fragrance Oil raus. Ja, das ist die Story dahinter. Ja. Schon ein bisschen Gänsehaut, oder? Aber eigentlich krass, so viel Geld, wie Drake macht, dass er trotzdem noch so Moves macht, ist verrückt. Der hat noch einen Casino-Deal, der hat ja mit Steak einen so krassen Deal. Bro, ist verrückt, dass er da noch trotzdem weiter reingrinden möchte. Ja, also die Kerzenstory, das war mir, glaube ich, auch bekannt. Das habe ich auch schon gehört. Ja. By the way, mir fällt gerade ein, damit ich es nicht vergesse. Ich habe mir noch drei weitere Parfums bestellt, weil ich habe gerade wieder so eine Probenrunde hinter mir. Profumum Roma? Ja, Profumum Roma, ja. Profumum Roma? Deutsche Aqua. Das sind auch so Shindy-Düfte. Mhm. Oder auch deutsche Aqua genannt. Ja. Das sind so Profumum Roma, sind so... Ich hasse die Flakons, ich finde die so unglaublich hässlich. Das sind für mich so mit die langweiligsten Flakons, aber die Düfte sind auch sehr beliebt. Ich glaube auch Shindy trägt die, habe ich mal, glaube ich, irgendwo gehört. Was sagst du dazu? Ist von Ashraf oder sonst jemand, weiß ich nicht mehr. Das oder ist es das hier, was so ein bisschen kirschlich riecht und so? Die beiden kenne ich nicht. Auf jeden Fall, das habe ich mir bestellt. Ein weiteres von Profumum Roma, Alba. Mhm. Und Initio Psychedelic Love. Ah, guter Duft. Auch sehr stark. Sehr süß,
Auch so ein Abendduft, aber so ist cooler Duft. Ach, den hast du dabei. Das ist so wird bei uns geliefert. Du bestellst jetzt gerade. Und Marc Gebauer kommt mit Birkin Bag vorbei. Jeder, also falls ihr irgendwas bestellt, das ist immer so. Egal was, eine Parfumprobe, ich komme vorbei, liefer die. Immer persönlich. Deswegen, manchmal, wir haben lange Lieferzeiten, deswegen, weißt du. Ich muss alle. Der Witzbold kurz. Alle drei Bestellungen, die wir pro Tag bekommen, liefere ich persönlich aus. Überall. Du gibst mir das jetzt. Das ist das für dich. Ach so. Ey, Bro, vielen Dank. Gerne. Korrekt. Also dann die 5000 Euro, die ich hier für den Stream jetzt zahle, muss ich das trotzdem noch on top legen? Ja, natürlich. Okay, ja, okay, machen wir später. Ja, okay. Ich hoffe, wir haben bis heute Abend 500 Subs, weil dann kann ich Marc irgendwie besser bezahlen. Danke nochmal, ne? Also ich habe mich extra auch angezogen. Das ja, übrigens auch immer. Ja, ja. Ich stark. Ziemlich passend an zu den Bestellungen, die du auslieferst. Ja. Nice. Bisschen nice, süß, aber auch soft. Ja, hat auf jeden Fall einen starken Charakter. Ja, ich finde kurz. Ist ein starker Duft vor allem. Starker Abendduft oder so. Es geht weg, aber ist auch kurz Bastelkleber-Vibes. Was sagst du denn zu dem hier? Ja. Tee Noir. Was? Ist meine zweite Flasche. Ist sehr beliebt. Von Le Labo. Ja. Hier. Le Labo allgemein. Le Labo. Oh, krass, machen die das? Ja, ja. Das wusste ich gar für nicht. Den allerechten. Ja, okay. Ah, das ist dieses Custom Tag. Stimmt, wenn man die im Laden kauft, dann kann man den Namen drauf bekommen. Habe ich auch bei meinem Myrie. Ja, das ist cool. Sehr angenehm. Aber man zahlt 300 Euro für eine 50 ml Flasche Scandi. Das ist Scam. Das ist, Freunde, das ist Scam. Und das Ding empfehle ich keinem Le Labo Dufte. Das ist Quatsch. Tragen, glaube ich, ne? Der hat es riecht ein bisschen so nach so Wald, Tanne und so. Aber auch ein bisschen beerig. Beerig? Ja, ich finde so ein bisschen grape-mäßig. Ja, Tee Noir, ich schwöre, guter NPC-Duft. Aber nicht für dieses Geld. Nach so, wenn du hast. Reicher NPC-Duft. Das ist so ein reicher NPC-Duft. Spray drauf sprühst, ja, dieses klassische. Auch. Ja. Tee Noir, also wie The geschrieben, aber das E hat so einen Akzent. Ja, Schwarztee. Tee Noir heißt Schwarztee. Tee Gü. Und Noir, also schwarzer Tee heißt ja. Auf Französisch. Also Matcha 36 besser, finde ich zum Beispiel nicht. Was sagt ihr zu Santal 33? Ich schwöre, Le Labo Düfte finde ich all in all sind einfach alles NPC-Düfte, die sind nicht schlecht, aber auch, Bro, für dieses Geld, pack doch mal einen Huni drauf und du hast einen Roger-Duft. Das sind so die krassen Düfte. Ich habe mich ein bisschen daran satt gerochen. Kennst du den? Mhm. Arabian's Tonka, guck mal, auch Arabian's Tonka ist ein Duft von Montal, ist gut, müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Montal. Ne? Wer ist denn? Montal? Montal. Ja, Montal. Jetzt zu Montal weiß ich nichts. Ich habe ein, zwei Mal dran gerochen, war gar nicht meins, vielleicht waren es die falschen. Ich habe immer nur gehört, das Einzige, was ich über Montal weiß, dass die... Montal-Düfte haben wir auch schon behandelt, finde ich zu synthetisch. Preis-Leistung top, aber für mich Synthetikbaum. Hat zwar paar gute, aber... Die Sprühe und die Flaschen Todesbillo sind. Das ist ja deren Konzept. Also auch die Inhaltsstoffe sind halt synthetisch, was erstmal nicht schlimm ist. Die Performance ist gut. Ja, ja. Und der Preis ist niedrig. Ein Duft, der sehr, sehr krass ist. Ey, die machen so eine gute Marke, aber die Haltbarkeit, ey. Das wollte ich gerade sagen. Die Haltbarkeit die machen so ist gute Sachen. Arsch. Die Haltbarkeit ist so arsch. Es geht um... Ja, komm, Diptyque Philosikos heißt der. Extra, weil der normale nicht hält. Guck mal, wie krass. Hält auch nicht. Wie krass. Wie krass musst du bitte als Marke drauf sein, um zu sagen, guck mal, pass auf, wir bringen das Parfum raus. Nicer Duft. Geisteskrank, oder? Aber das Problem ist, wie, entweder du nimmst die Flasche mit, aber wie, also auch als Marke, du bringst den Duft raus und sagst, ey, komm. Ja. Ist krass, ich find's krass, wie viele Leute sich da getriggert fühlen, von wenn die Haltbarkeit kacke ist. Ich bin jemand, no joke, ich gehe raus, spritz halt mäßig was drauf, komm zurück und spritz was anderes drauf. So bin ich drauf, Maniac. Gefährlicher Mann. Also die Leute sollen einfach 100 Mal sprühen. Ja, no joke eigentlich. So, also jetzt mal komplett ohne Joke-Talk und so. Wenn du die Flasche dabei hast und du willst, dass man wie bei anderen starken Parfums riecht, dass du noch eine Parfum riechst, also wenn du in den Raum kommst, dass so Leute sagen, oha, das ist nice, was ist das für... Einfach ein Geheimtipp, den kennt fast keiner. Wenn euch zum Beispiel ein Duft gefällt, der auch nicht lange hält, ihr müsst einfach Layering machen mit Ombre Nomade. Da wird er einfach lange halten, kann ich euch versprechen. Ein Duft so? Du musst ernsthaft jetzt so alle 20 bis 35 Minuten sprühen. Aber das ohne bei anderen Joke. Düften von denen auch. Und die haben wirklich schöne Sachen, aber Haltbarkeit ist... Ja. Deswegen benutze ich das nie, weil ich nehme doch kein Parfum in meiner Hosentasche mit. Geiler Duft. Ja. Geiler Duft. Den habe ich, glaube ich, geschenkt bekommen. Der ist noch relativ unbenutzt. Ich habe auch gerade gar nicht im Kopf, wie der riecht. Byredo? Jetzt ein Überbanger. Kennst du den? Von Byredo? Also ich kenne einige Düfte von denen. Den jetzt nicht. Super Cedar.
Zederduft. Das muss ein Zedernholz sein. Ja, ja. Ist nice. Ganz am Anfang. Kenne ich aber ich auch nicht in der Nase. Riecht ein bisschen wie Desinfektion. Aber danach ist es nice. Die haben dieselbe Krankheit. Es gibt ein, zwei Düfte, die eine lange Haltbarkeit haben. Boah, Jungs, irgendwie ist mein Arm am Einschlafen. Wie macht das Sinn? Hä? Kurz Aerobic-Übungen. Aber sonst halt sind die auch eher darauf ausgelegt, schwächer zu sein. Und hier ist er auch schon, der ist schon ein bisschen schwächer. Wie könnte man das ändern? Kann man das einfach so theoretisch so machen, man macht mehr Duftöl rein und dann ist das Problem gelöst, oder? Es gibt Düfte, okay, aber das eben war ja nicht. Ja, seine Frage. Man kann Duftöl erhöhen, das stimmt, das ist ein Fact. Aber es geht nicht bei allen Ingredients. Es gibt keine Regeln. Du kannst auch auf 10% Duftöl kannst du auch extra. Genau. Es gibt keine Regulierung. Nee. Doch, du darfst alles machen. Mir wurde gesagt, dass man ab so und so viel Prozent darf man es ohne Parfum. Darfst alles machen, ich schwöre, wirklich, ohne Spaß. Du kannst draufschreiben, super extraite Parfum mit 10% Duftöl. Okay, musst du angeben, wie viel Duftöl drin ist? Nee, nicht zwangsweise. Ey, das ist ja übelst spannend. Ey Leute, Aurelion ist ab jetzt nur noch als extrem. Ja, ist halt perfekt für die ganzen Brands, weil die können das sehr ausspielen. Mit so, die sagen, okay, das ist ein normales Eau de Toilette, Eau de Parfum, extrait. Und nachher haben sie noch pures Öl. Ja, ist schon krass. Wenn wir schon mal beim Thema sind. Jo. Fangen wir mit dem ersten Odeon. Der kam raus 2022. 22? Vor zwei Jahren? Nee, ich glaube 21. Glaube ich. Boah, der ging auch sold out. Das war dieser Baccarat Rouge Type of Duft. In der ersten Runde. Ja. Und ich habe gesagt, die Leute dürfen den zurückschicken. Das war echt das Heavy. Korrekt ist korrekt. Ich denke mir so, Alter, die geöffneten Sachen zurück. Hätte ich da keinen Bock drauf, ey. Ja, aber wir hatten weniger Retouren als bei Klamotten. Das sowieso, das immer, klar, aber Hygieneartikel, ja, weißt du? Ja, nee, aber es wurde ja so promoted auch. Mhm. Und den Leuten hat das anscheinend so gut gefallen, dass die gesagt haben, ich behalte den. Das hat mich sehr gefreut. Sehr gute, likeable Idee. Ich konnte wirklich nichts anfangen mit dem Duft, weil ich muss auch wirklich einfach sagen, ich kann mit der Baccarat Rouge DNA gar nichts anfangen. Null, 0,0, gar nicht mein Film. Also der Duft, ich habe nie groß getestet von der Qualität her, also wie lange der hält das Ganze, aber der Duft selber, boah, der hat mich richtig gefickt gehabt, die Nase, gar nicht meins. DNA, dein Gedanke für das erste Parfum? Mir war wichtig, dass es was ist, was ich gerne mag. Darf ich auch nochmal den Streifen? Stimmt, das war damals das große Thema. Ich habe ja auch gesagt damals, dass das einfach eine Mischung ist aus Baccarat Rouge und Oud Hood, war es, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Ich wollte was Schweres und aber auch Süßes haben. So, das war die Zeit, wo ich vor allem Baccarat Rouge viel getragen habe. Und ich kann auch diesen Namen nicht mehr hören. Ich wollte was nicht daran erinnert, aber so ähnlich ist. Also, dass man den als schwer, holzig, aber auch süß beschreiben kann. Ja, das ist Tom Ford Oud Hood mit Baccarat Rouge. Und so ein abends rausgeduft. Würdest du es unterschreiben? Ja, 100%. Der ist schon für abends, aber ich könnte ihn auch tagsüber tragen. Du kannst eh alles. Du bist manchmal irgendwie, weiß ich nicht, ganz. Aber natürlich tendenziell eher abends. Ne? Das ist eher ein Duft, der abends kommt. Guck mal, ich hab den leer gemacht, deswegen musste ich mir diesen Sample-Dings nehmen, wo der noch so einen goldenen Kopf hat, der ist eigentlich weiß. Der war besser, der war einiges besser, weiß ich noch. Der zweite, den finde ich doppelt so stark wie den ersten. Warte, ich muss sagen kurz. Der war auf jeden Fall viel, viel besser als der erste. Performance-wise oder konzeptionell? Performance, beide übelst lang. Mhm. Da müsste auch Ambroxan drin sein, das ist diese vom Wal. Vom Wal? Ja, ja. Okay. Ich weiß es selber gerade nicht. Es gibt dem Parfum auf jeden Fall so einen Punch. Hat aber ein bisschen, finde ich jetzt, weil wir es eben gerochen haben, die leichte Creme. Justin mit den Babalocken sehe ich gerade. Schüsch. Cremigkeit von einem Soleil Blanc. Ja, aber die Softness, ja, dieses Prickeln in der Nase, finde ich dann, also Xerchoff, diese Velvet-Kollektion, die du jetzt nicht hast, die arbeitet sehr viel auch mit Ambroxan und das ist auch damit drin. Gute, sehr, sehr beides. Ja, das Prickeln kommt auch, weil wir da so zur Hälfte Sprudelwasser reingefüllt haben. Der Duft, den hast du mir geschenkt. Jo. Das gibt es in der Dubai-Mall, so ein Stand. Ah, geil. Gibt es ja den nicht mehr. Das war jetzt Year of Zayed. Da hatte der Leader aus Dubai. Boah, ich muss wirklich sagen, ich kann ehrlich wenig anfangen mit diesen ganzen Dubai-, Saudi-Arabien-Düften, weil die sind mir einfach zu stark. Klar, es gibt sehr schöne Düfte, aber diese immer hardcore orientalisch mit 44 Stunden Haltbarkeit ist hart. Ist mir zu viel. Da genügt mir so ein Schweizer
Dessert du Marocain, l'air Dessert Marocain, sowas passt mir, das passt mir, aber nicht zu viel. Der, kann ich sagen, der hält Haltbarkeit direkt, 9,7 von 10. Geburtstag und da wurde das Parfum rausgebracht. 68%? Ja, die sind anders. Duftöl oder Alkohol? Also Alkohol. 68%. 68% Alkohol. Ja, also die Jungs da drüben dosieren halt brutal. Ne? Das ist schon eine heftige Dosierung. Ja. Sehr, sehr starker Duft. Das ist der stärkste, also von der Intensität her, der stärkste Duft, den ich hier in meiner Sammlung habe. Ja. Mit Accento Overdose, würde ich sagen. Mhm. Und der riecht wirklich, also wenn ihr von Oud nicht so viel haltet oder gar nicht, dann geht auf Abstand damit, weil das riecht krank nach so fast schon diesem. Ist ein sehr arabischer Duft. Ja, ja. Mist, was manche Leute. Übrigens, so. Für die Leute, die noch nie Oud gesehen haben, ich habe da mal was vorbereitet. Ah ja? So, also. Jo, ich dachte. Eben, als es aus seiner Tasche rausgeguckt hat, das ist so der Eiffelturm-mäßig, so eine Statue davon aber umgedreht. Ja, fast. Das können wir gleich. Most typical Marc-Gebau-Situation. Packt da aus dem Nix so einen Goldkranich raus. Willst du das jetzt anzünden? Gleich. Ey. Wo uns die Reise hin. Hiervon würde ich gerne, eine Rolex haben, wo das hier drauf ist. Hm? Ah, diese, also diese arabische, diese von der Königsfamilie, glaube ich, ist das Zeichen. Ist doch, ne? Gibt krasse Rolex damit. Sehr, sehr krasse Daydates. Sehr, sehr krass. Hast du? Ja. Hast du auch dabei? Nee, aber habe ich eine. Nein, also ich brauche die jetzt nicht so, aber ich hätte so gedacht, das ist schon. Ah, das ist pures Oud. Das ist, glaube ich, pures Oud. Weil Oud ist ja, wer es nicht weiß, Oud ist, soweit ich mich erinnere, ist wie ein Pilz, der. Es ist wie so ein Harz, das entsteht, wenn ein spezieller Pilz, eine spezielle Rinderart, also ich meine also Baum, die befällt. Und da entsteht Harz, das sehr, sehr lange Zeit reifen muss, bis es so Oud-artig wird. So, das hat so extra. Das habe ich, glaube ich, so mal recherchiert. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch bin, wie immer. Das Swag, finde ich. Natürlich, also zum Beispiel dieses Logo, ne? Mhm. Das gab es halt nur für Leute aus dem Staatsdienst. Von Saudi-Arabien. Genau. Ah, da war ich mal. Ja, und die haben. Wo? Ach, wo? Im Staatsdienst. Also, und tatsächlich, wir haben zufällig eine da. Das hier, meine lieben Freunde, ist zum Beispiel Oud. Das wäre jetzt aus Marokko. Und es riecht auch noch nichts. Es riecht erst, wenn man es, glaube ich, anbrennt. Das hier wäre jetzt Oud aus Malaysia. Das können wir auch gleich mal. Das riecht ja gar nicht. Nein, null. Genau, das muss man erst anzünden. Wenn wir anzünden, dann geht es ab. Also auf Zigarrenbasis dann? Ja. Was kostet das? Es ist ein bisschen aus wie so eingetrocknete Scheiße. Kennt ihr Mr. Hanky aus South Park? So sieht es ein bisschen aus. Für dieses Stück so circa 200 Euro. 200 Euro. Euro? 2,50. Oh, Alter, ist das krass. Dann machen wir weiter. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5 Düfte. Komm, machen wir den. Ich glaube, damit hättest du nicht gerechnet, dass ich den... Valentino? Omo. Ah, okay. Klassiker. Sehr, sehr cooler Duft. Das ist das Eau de Toilette, oder? Ja. Habe ich gerade letztens Leroy geschenkt. Habe ich gerade, weil ich hatte ihn dabei in Köln. Und der hat ihm so gefallen, also Leroy, also dem Ehrenbruder Leroy, grüß ihn raus. Ihm hatte der Duft so gefallen, dass ich ihm geschenkt habe. So, ich habe gesagt, Bro, wenn dir gefällt, nimm ihn mit Herz. Deswegen. Guck mal, den habe ich damals gekauft. Kenn ich nicht. Der hat eine süße Schokoladennote drin. Sehr, aber nicht so Gourmand-Schokolade, sondern einfach so süß, cool. Ja, müsst ihr riechen. Ist einer der besten Designerdüfte, finde ich, die keiner kennt. Da war ich, glaube ich, 17 oder so. Und ich muss sagen, den habe ich dann 4 Jahre nicht benutzt und dann irgendwann gedacht, ey, der ist eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Ich habe mir den nochmal bestellt bei Amazon einfach. Und der ist eigentlich ein Slapper. Ja, ja. Ist auf jeden Fall, hat diese typischen Designernoten drin, ist edel, riecht gut. Ja, für den Einstieg. Genau, das ist sowas, so ein Einsteigerparfum. Ja, finde ich, hat ein Alleinstellungswert. Ich finde eben, also für einen Designer, Top-Ding. Kann ich allem empfehlen. Du findest ihn für unter 50 Euro. Also man findet, glaube ich, 50 Milliliter für 40 Euro. Gar nichts. Das ist nichts. Das ist nicht mal Mittagessen in der Schweiz. Mal, hat auch ich gehe morgen Mittagessen für 100 Euro. Diese Vibes. Diese Designernoten. Holt mich aber auch ab. Finde ich auch gut. Ja. Du hast dann noch einen anderen, der mich, den MS. Ja. Der hier, ich sag euch Leute, der hier ist eine Ikone. Ah, Terre d'Hermès. Klassiker. Eau de Parfum, glaube ich sogar. Habe ich auch zu Hause. Muss man für den Sommer haben. Sommerbrunch. Gerade letzten Sommer hatte ich ein
So ganz genau, ich war brunchen in so einem teuren Ort bei uns in Zürich mit einer wunderschönen Dame. Die Dame war sehr stark, eine 10, eine 9,5 von 10. Aber wirklich sehr, sehr krasse Dame. Und ich hatte den drauf und hat mir auch gesagt, wow, riechst heute gut. So mein Selbstbewusstsein danach. Ja, der ist eine Ikone der Parfümindustrie. Der ist rausgekommen. Hermes. Genau, habe ich auch als Deo. Der ist rausgekommen. 85. Während ich studiert habe. Nein? Oder 95? Wieso? Ich weiß nicht, müsst ihr mal gucken. Hat eine Holznote mit drin. Aber auch ein bisschen frisch. Und das frisch ist geil. Drin, aber die Performance auch sehr, sehr gut. Ja. Ich finde, zum Beispiel, ich würde von Hermes nicht diese teuren Düfte kaufen. Finde ich ein sehr, sehr... Ich habe zu Hause viele Hermes-Düfte. Ich habe, glaube ich, so 10 Stück von Hermes-Düften. Ich habe eigentlich alle so diese Basic-Lines, weil ich finde die so geil. Ich finde die so angenehm zum Tragen. Der war bahnbrechend für diese Duft-DNA. Ne? Mhm. Ey, ich war letztens in Düsseldorf, ne? Gehe ich zu Hermes, weil mein Terre d'Hermes war leer. Ich wusste schon, was ich will. Ich gehe dahin. Keine Schlange. Ich hatte mich da auch nicht angestellt. No Arroganz jetzt, aber ich hasse es, vor Läden in der Schlange zu stehen. Das ist einfach nervig. Dachte so, ja, ey, komm. Also dieses System mit so anstehen, das ist so Quatsch. Bro, ich bin einmal angestanden, muss ich sagen. Einmal bei Gucci in Zürich und ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein Affe, Bro. Dann hole ich jetzt mal kurz einen Terre d'Hermes. Ich gehe in den Laden rein, Mitarbeiterin vorne an diesem... Da ist so ein Empfang. Empfang, genau. Yo, was kann ich für Sie tun? Meinte ich so, yo, ich hätte gern einen Terre d'Hermes. Yo. MS meint die, ja, da müssen die einmal rübergehen, da wo die Parfums stehen. Gehe ich da hin? Ist da ein Mitarbeiter? Meinte ich so, sorry, kann ich mir das Terre d'Hermes rausholen und dann vorne bezahlen? Oder muss ich auf sie warten? Meinte so, ja. Nichts angefasst. In circa 55, also ernst jetzt, 55 Minuten könnte ich bei ihnen sein. Ich so, ach so, nee, alles gut, ich brauche gar keine. Diese Low, also, ich war auch in Monaco, war ich im Hermes Store mit einer Dame von mir. Das war letztes Jahr. Und es ist so krass, wie abgehoben diese Verkäufer sind. Das ist verrückt. Also wenn du dort nicht reinläufst mit einer Patek Philippe Nautilus und einer Birkin Bag aus Krokodilleder, boah, du bist behandelt wie Schmutz. Und die sagen auch bei allem, fully booked out, bei allem. Eine Beratung, ich würde den einfach... Quatsch. Dann direkt bezahlen. Achso, nee, das geht ohne Beratung nicht. Ja, ja, ich warte jetzt hier 55 Minuten, obwohl ich schon weiß, dass ich diesen Duft kaufen werde. Habe ich ihn einfach online bestellt, was wollen die von mir? Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Also die waren auch alle freundlich, aber die hatten halt, also klar, wenn das denen so vorgeschrieben wird, ja. Dass die halt nur per Dings direkt... Also die bei Hermes ist halt... Zum Beispiel, ich bin froh, ich habe einen Mann, der mich wirklich sieht. Wow! Paul. Man muss schon die Leute haben, man muss schon die Leute im Laden haben, weil sonst ist es in allen Läden schwierig. LV, Gucci, Hermes, egal wo. Der mich bedient, ne? Und den kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Und wenn ich mal was brauche, das geht auch nicht alles immer super schnell, ne? Also im Sinne von, der ist engagiert, aber die Sachen, wenn die nicht da sind, sind nicht da. Aber ich bin froh, dass ich das habe. Wenn ich zum Beispiel jetzt in eine Filiale wahlweise, in die du eben genannt hast, gehe und so weiter, das ist schon ein Film. Du musst schon dich echt beweisen. Du musst eigentlich reingehen, du musst sagen, was ist die teuerste Lederjacke? Puff. Die Mille? Nehme ich. Okay. Zweimal. Und? Da hat Mark Gibawi gut zusammengefasst. Man muss sich so verhalten. Terre d'Hermes dazu. Wenn es geht. Ja. Ja. So einen Mann habe ich bei LV. Ja? Ja. Okay. Ja, haben wir am Glöhnlich auch. Ja, also, habe ich auch bei LV sonst, Topfrau. Nee, bei LV, ich finde bei Louis sind die schon Dings, aber bei Hermes ist halt, das ist auch das, ja, das ist, wenn die dich nicht kannten und so weiter, die sind manchmal da ein bisschen. Ich meinte halt auch, wissen sie denn, wer gerade vor ihnen. Kommen wir zum drittletzten Duft meinerseits. Der Reaktionsboss. Der Designerduft, Boss. Komm, der Gasso, okay. Bitte einmal. Okay, sehr, sehr geflasht. Wo hat er diesen rausgepackt? Den Low Sexual. Laden fertig machen. Wir haben hier. Oh Mann, ey. Alter, ist der krank. Concrete von Comme des Garçons. Ja, heftiger. Boah, Comme des Garçons, sehr eigene Düfte. Ich finde ein paar sehr, sehr nice. Aber ich habe den gerade nicht in der Nase, muss ich ehrlich gestehen. Keine Ahnung. Duft wäre jetzt tatsächlich nicht so krass meins, aber das Parfum Department. Ich hasse mit Herz, wirklich mit tiefstem Herz hasse ich die Flakons von Comme des Garçons, Bruder. Wer hat sich überlegt, einen Duft zu kreieren, den man nicht aufstellen kann? Man muss ihn immer so flach haben. Bro, es nimmt so viel Platz. Also, wie oft ich meinen fast gegen den Boden geschmissen hätte beim Rausnehmen, weil der ist so rund unten und dann bewegt er sich noch die ganze Zeit. Wenn man, das ist Quatschdesign.
Traubenzucker-Vibes. Mhm. Das Parfum-Department von denen war immer heftig. Aber würde ich wirklich nicht als Blind Buy empfehlen. Kein Blind Buy, würdest du sagen? Ich finde den schon sehr extrem nervig. Was? Also, ich finde, der eckt nicht krass an, weil der riecht jetzt nicht wie Kuhmist oder so. Der Basis nicht, aber der kann schon auch... Wie, ja. Was würdest du denn beschreiben? So ein bisschen Traubenzucker gemischt mit was... Auch schöne Ohren, muss man sagen, bei Justin. Diese Chocolate Day-Date, schönes Ding. Frischem so? Hat auf jeden Fall als Basis Hölzer mit drin. Hat eine gewisse Süße als Kopfnote. Mhm. Hat auch eine leichte, synthetisch ist, riecht er auch schon ein bisschen. Mhm. Ja. Hast du den bei dir im Shop? Nee. Ich würde es auch nicht blind buy machen. Ja, dann noch ein Tom. Bei Marc kennt man von, der bewirbt nur, er sagt nur, ist nur was gut, wenn es bei ihm im Shop erhältlich ist. Fortduft? Ja. Aber der ist das. Ah, Ombre Leather. Übelst ab, dass der nicht eckig ist. Ja, also ich finde, das ist eigentlich, wenn man einen Lederduft sucht, wenn man einen Lederduft braucht, das ist eigentlich der beste Preis-Leistung-Lederduft, den es gibt, finde ich. Der kostet so um die 120 Euro. Der macht seinen Job wie kein zweiter. So ein bisschen fruchtige Himbeere, glaube ich, drin. Leder ohne Ende, geil. Geil. Auch geil zum Layern. Der gelayert mit Dior Homme Intense. Abfahrt. Der kann nichts mithalten. Tuscan Leather. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wenn du Oud Wood mit Tuscan Leather mixt, finde ich, kommt das bei raus. Ich glaube nur, die Dings Himbeernote ist stärker in dem hier. Wo ist denn da noch Himbeer drin? Doch. Bei Tuscan Leather? Hier ist. Yes. Bei Tuscan Leather ist auch eine Himbeernote drin. Wie bei, aber nicht so extrem wie bei LV. Nö, das nicht, aber hier ist noch mehr. Ombre Nomad, da ist die Ombre Nomad zum Beispiel, ist nochmal was ganz anderes. Aber ich würde den bevorzugen, muss ich sagen. Ich würde den jeden Tag bevorzugen über Ombre Nomad. Viel cooler. Ja, stimmt, der ist ein bisschen fruchtiger. Könnte sogar auch von einer Dame getragen werden. Ist ein heftiger Zug, aber... Könnte sie machen, aber sollte sie lieber lassen. Okay. Sind wir einer Meinung, Justin? Könnte sie machen. Frauen mit Leder dürfen Quatsch. Okay, und last but not least. Ihr dürft raten, was jetzt kommt. Die mich kennen, die wissen, was jetzt kommt. Trägst du den noch? Nee, auch weil der leer ist. Ich hatte keinen... Ach doch, ein bisschen ist noch. Ja. Playboy New York, richtig. Baccarat Rouge, ja. Safran. New York. Hat eine Süße mit drin. Ja, wenn man es mal... Nein, ey, war ein Top-Video. Waren sehr spannende Düfte dabei, die nicht erwartet. Also wirklich unerwartet gute Düfte. Also ich glaube, die größte Überraschung war wahrscheinlich dieser eine Jerkoff, den ich kannte. Und der kommt ganz am Schluss. Hätte nicht erwartet, dass Justin die hat. Aber sonst all in all, gutes Video. Gerne mehr davon. Und sonst meine Frage, schreibt in die Kommentare, welchen Duft ihr bei Justin gefühlt habt, welchen nicht. Und sonst peace out. Woo!